Bundestrainer Joachim Löw hat Armin Younes von Eintracht Frankfurt nach dessen starken Leistungen die Rückkehr zur Nationalmannschaft in Aussicht gestellt. Der 27-Jährige sei wirklich wieder sehr im Kommen. Er ist absolut ein Thema für uns, ob für die EM oder schon im März, sagte Löw im Kicker. Der Mittelfeldmann sei ein Spieler, der etwas Besonderes hat, der mit seiner Spielweise eine ganze Abwehr aufreißen und den Unterschied ausmachen kann. So Löw weiter. Zlatan Ibrahimovic hat Brasiliens Ex-Superstar Ronaldo als sein großes Vorbild genannt. Dem Discovery Channel sagte er auf die Frage, wer für ihn der beste Fußballer der Geschichte sei: Ronaldo, el fenomeno, er ist der Beste aller Zeiten. Es seien aber nicht nur die Tore des mehrmaligen Weltfußballers gewesen, die Ibrahimovic nachhaltig beeindruckten, sondern auch, wie er sich bewegte, wie er seine Übersteiger anbrachte, wie er den Elastico machte. So Ibrahimovic weiter. Dazu betonte der Schwede: Ich sage immer, dass es Spieler gibt, die das Spiel spielen. Dann gibt es Spieler, die das Spiel sind. Für mich ist Ronaldo das Spiel. Man sah ihn und jeder wollte wie er spielen und wie er werden. Winterzugang Timothy Fotomensa wird Bayer Leverkusen wahrscheinlich monatelang fehlen. Der von Manchester United ausgeliehene Niederländer hat in der Sonntagspartie gegen Freiburg wohl eine schwere Knieverletzung erlitten. Der Abwehrspieler wurde von Trainer Peter Bosz kurz vor der Pause ausgewechselt, nachdem er im Rasen hängen geblieben war und sich dabei schmerzhaft das rechte Knie verdreht hatte. Hoffen wir auf etwas anderes, sagte Bosz bei Sky konsterniert, aber wir befürchten einen Kreuzbandriss. Golfstar Tiger Woods hat sich eine Woche nach seinem schweren Autounfall zu Wort gemeldet und sich für die große Anteilnahme an seinem Schicksal bedankt. Ist es schwer zu erklären, wie berührend es heute war, als ich den Fernseher eingeschaltet und all diese roten Shirts gesehen habe. An alle Golfer und alle Fans, ihr helft mir wirklich durch diese schwere Zeit, schrieb der 47-Jährige auf Twitter. Woods war am Dienstag mit dem Auto von der Straße abgekommen, hatte sich mit dem Fahrzeug mehrfach überschlagen und war dabei schwer verletzt worden. Offiziell bekannt sind bislang mehrere offene Brüche am rechten Bein und Verletzungen am Knöchel. Es wird wohl Monate dauern, bis der 15-malige Major-Sieger wieder laufen kann. Ob Woods seine professionelle Golfkarriere fortsetzen kann, erscheint offen.